Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Ich will mal sagen, wir werden jetzt als erstes mal hier nochmal so ein bisschen Raum anbauen. Ich glaube, einer sollte mal reichen. Wird das auch gehen, wenn ich hier drüber quasi dann anbaue? Also hier dann was anbauen? Kommen die noch auf die Höhe? Oder zählt das dann auch als Raum? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. So, aber ich mache das jetzt erstmal hier so. Gut. Ach, da ist er wieder. Ja, ja, ich weiß. Der Baum. Und wir nehmen die Axt für den Baum. Genau. Natürlich. Wer würde auch was anderes nehmen? Ich habe nichts gesagt. So, kurz mal ins Inventar schauen. Da ist noch ein bisschen Platz. Haben wir da noch. Gut, dann mache ich den Bauch, genau, ich mache den Bauch hier auch gleich nochmal mit weg. Warum nicht? So einfach geht das. So einfach macht man den Bauch weg. Hat ein bisschen dunkel hier, aber soll mich jetzt mal nicht weiter stören. So, dann muss jetzt hier noch das Gestrüpp dran glauben. Mein, was ist denn los? Holzwand haben wir hier. Dreckblock. Ja, schön und gut. Aber ich möchte gerne. Wo habe ich denn. Ja, wo habe ich denn mein Holz? Da. Da haben wir Holz. Gut. Machen wir das doch so. Wunderbar. Machen wir den Raum auch mal ungefähr so groß. Ja, komm so. Und dann brauche ich ja wieder so ein paar Sachen. Zum einen bräuchten wir dann mal wieder. Na, wo ist es? Ein Stuhl. Genau, ein Stuhl. Eine Holztür und einen Holztisch. Ich hoffe mal, dass die Holzwände jetzt dafür reichen oder die Holzwand dafür reicht. So, als erstes dann mal hier die Tür da hinsetzen. Gut. Dann bitte die Holzwand nehmen. Zugleistern. Naja, nicht ganz. Es ist ja Holz. Ja, ich weiß. Dann hätte ich gerne jetzt noch mal eine Fackel und setze sie auch weiter hier hin, weil das ist dann von der Entfernung passt das am besten. Dann hier haben wir jetzt den Tisch. Und dann hier noch so einen rollen Stuhl und dann haben wir schon wieder einen Raum fertig. Sieht doch gut aus. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen wir denn jetzt hin? Was war denn hier nochmal? Das wäre natürlich auch noch eine Option, dass wir uns da mal ein bisschen umschauen. Ich befürchte nur, ich habe so langsam das Problem, ich buddel hier überall hin, aber ich bleibe nicht bei einer Richtung. Das könnte so ein kleines Problem sein. Gut, dann schaue ich doch mal kurz hier noch nach links. So. Hier war nichts weiter. Okay. Komm. Buddeln wir mal ein bisschen zur Seite. Vielleicht finden wir hier noch so einen Hohlraum. Mit so einer kleinen Höhle. Das wäre doch mal was. Oh nee! Oh Gott, das war ja echt, echt clever. Ich dachte schon, das war's jetzt. Wir haben auf jeden Fall eine normale Kiste. Nachteulentrank. Ach nee, ich nehme mal die ganzen Tränke mit. Rückruftrank, Holzpfeil, Zinnbarren, Kräuterbeutel. Den Bumerang brauche ich ja nicht mehr. Dann nehme ich einfach mal den Kräuterbeutel mit.
Kletterclown, gewalttätig. Oh. Das wäre natürlich Kletterclown. Und welchen Inventarslot kommen die denn? Das ist zusätzlich, oder? Ja. Blau-grüner Pilz packe ich dann mal raus. Und schon... Blauer Schleimbanner. Ich habe mittlerweile so viel Zeug hier. Alter Fleischbrocken. Hört sich jetzt nicht so an, als ob ich den noch brauche. Ich glaube, ich muss hier bald mal wirklich... mal wieder komplett so mein Inventar aufräumen. Vielleicht mache ich das auch off-Kamera, weil das könnte, glaube ich, ein bisschen dauern. Ja, gut. Hallo, Zombie, du kommst nicht. Okay, gut. Dann machen wir doch einfach mal hier ein bisschen Licht und da ein bisschen Licht. Da noch ein bisschen Licht. So. Warum sieht das Wasser so komisch aus? Das vielleicht in irgendeiner Art und Weise... Nein, es ist nicht giftig. Sieht zumindest jetzt nicht so aus. Gut. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich würde doch mal sagen, dann... buddel ich mich doch einfach mal weiter nach links. Das sah doch schon ganz gut aus. Da hatten wir dann eine Kiste. Vielleicht kommt hier ja gleich noch was. Wäre doch sehr dafür. Also ich soll jetzt wirklich hier die Hermesstiefel behalten. Ich könnte natürlich auch hier Dingens mitnehmen. Die Kletterklauen. In Kombination mit den Schuhspikes. Ja, das wird auch das Nahkampftempo erhöhen und die Schuhe erhöhen in Anführungszeichen nur die Bewegungsgeschwindigkeit. Von daher bin ich da... Oh, das sieht ja auch schon super aus. Rückruftrank. Awesome! Was? Wurfsterne, okay. Was haben wir denn hier noch? Bergbautrank. Oh Mann, jetzt finde ich hier auf einmal das ganze Zeug. Und ich habe hier doch überhaupt keinen Platz mehr. Ach komm, ich nehme jetzt hier diesen ganzen Kram und werf den. Warum kann ich hier eigentlich nicht die Wurfsterne reinpacken? Die sind doch so gesehen Munition oder nicht? Oh Gott, da kommt ja ein Blauer an. Ja, du solltest gleich den Geist aufgeben. Jawohl. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch so Tolles? Würde einfach mal sagen, ich nehme dann hier noch den Bergbautrank. Ja, die Wurfsterne. Ich weiß nicht. Bin ich jetzt... Ja, Holzpfeile kann ich mitnehmen. Werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Bleibarren. Die sind doch ganz nett. Kräuterbeutel mal wieder. Ich nehme mal die Leuchtwurzel da raus und schau mal, was wir da haben. Leuchtstab. 62. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Linse. Was ist denn hiervon noch Schrott? Was ist Schrott und was ist Hot? Die Bombe behalte ich auf jeden Fall. Diese ganzen Blümchen sind halt eher sind wahrscheinlich für Rezepte gut, aber ja, lassen wir das erstmal. Aber ich habe ja noch gar keine Ahnung, wie ich mir irgendwie was zusammenbrauen kann. Die Richtung sah schon mal richtig gut aus. Zwei Truhen haben wir schon mal gefunden. War nur so normale, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Jede Menge Steinblöcke.
glaube, ich mache hier wirklich alle paar Meter mal ein Licht hin. Sonst falle ich gleich wieder irgendwo runter, wo ich gar nicht runterfallen will. Da hatte ich eben noch Glück. Und was für ein Glück. Gut. Moment. Was haben wir denn hier? Lehmblöcke. Ja. Kann man mitnehmen. Weiß noch nicht so richtig. Na, braucht man bestimmt auch für irgendwas. Handelsreisender ist angekommen. Schild für den Handelsreisenden. Ist mir jetzt aber mal egal soweit. Aber ich glaube, diese Handelsreisenden, die haben doch bestimmt dann irgendwie seltene Sachen mit, oder? Schwacher Heiltrank und wieder so eine Mini-Höhle. Sieht doch ganz gut aus, diese Richtung. Zumindest sterbe ich hier nicht nach 2 Minuten. Geht schon. Oh, noch so eine Riesenhöhle. Seil. Seil geht immer. Das ist hier aber schon ganz schön. Spinnnetze. Ja, das ist eher nicht so toll, aber okay. Gut. Nehme ich mal möglichst viel mit. Und, oh, hier noch mehr. Was ist denn? Bin ich hier auf eine Goldader gestoßen? So ungefähr. Ah, noch mehr Zeug. Eisenhauttrank. Ich will auf jeden Fall die ganzen Tränke mitnehmen. Diese Blümchenzeug kann mir erstmal gestohlen bleiben. Wurfsterne, noch mehr Wurfsterne. Seil nehme ich auch mit. Zinnbarren habe ich hier jetzt nicht, aber die will ich auf jeden Fall dann auch noch mitnehmen. Dann machen wir das mal so. Granate nehme ich auch mal mit. Aber was schmeiße ich denn dann mal raus? Rankenseil, 3 Reichweite, also sind die Rankenseile länger oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen an der Stelle? Tagesblumensaat, ja, schön, schön und gut. Schnürsenkelklappe, Kappe, geheimnisvoll. Natürlich, das ist aber auch für Schuhe. Oh Mann, was soll ich denn mit dem ganzen Zeug machen? Aber ich sehe hier gerade Zinnbarren. Gut. Kann ich das auch mal mitnehmen? Wunderbar, alles schön durcheinander. So muss das sein, damit ich dann auch gar nicht mehr durchsteige. Und du da unten willst was von mir. Ja, das sehe ich doch richtig. Ja, das sehe ich richtig. Ja, jetzt. Ja, dann springe halt nicht hoch. Dann bleib doch da und stirb einfach. So. Geh doch. Oder geht doch. Was haben wir denn da? Das wäre natürlich jetzt schon. Ach, je nachdem, wo ich hier den Cursor hinhalte, wechselt der. Das ist ja schon fast clever. Das ist ja unglaublich. Oh, da unten will ich hin. Will ich. Gut, dann, okay, das hätte ich auch noch abbauen können, verdammt. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Könnte ich auch noch abbauen, wenn ich einfach hier hochspringe und dann. Das hier abbaue. Bleierz kann man nie genug haben. Ja, jetzt bau das da ab. Mach schon. So. Die Frage ist nur, wo will ich denn jetzt dann zuerst hin? Ich glaube, ich will dann doch erstmal darunter. Zu den beiden Schleims.
man eigentlich auch eine Kiste abbauen. Okay, das funktioniert nicht so gerade, wie ich das gerne hätte. Gut, machen wir nach unten mal so ein Seil runter. Und dann machen wir hier noch so ein Seil runter. Und mal gucken. Könnt ihr ja noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Auf jeden Fall scheint das hier noch weiter zu gehen. Ja, sieht so aus. Gut. Aber da kümmere ich mich erst gleich drum. Das hier ist einfach nur so komisches Zeug. Und ja, da passe ich mal wieder nicht durch. So. Ich finde das voll irritierend, dass der sich nicht sofort an dem Seil festhält. Hier sind, unten sind auf jeden Fall jede Menge Blobs, aber die sind kein Thema. Gut. Da können wir noch ein bisschen Licht hinmachen. Da ist jedenfalls da nichts mehr. Das Problem ist, wenn ich jetzt... Die Tür ist ja sehr praktisch, das muss ich ja mal sagen. Oh. Noch mehr 10 Erz. Ich glaube, dann kann ich auch demnächst mal wieder schauen, ob ich mir da schon wieder was anderes mit herstellen kann. So ein Zinnbrustpanzer wäre gar nicht mal so dumm. Gut, wie gehen wir das jetzt hier an, damit da nicht das Wasser reinfließt? Ich würde mal sagen, muss jetzt erstmal niesen. Oh Mann. Was ist denn da los? Immer wenn ich Terraria spiele in letzter Zeit, muss ich niesen. Ist das ein Zeichen? Ja, ich glaube, das geht so alles. Oh, gute Kiste, gute Kiste. Ja, hüpf mal darüber, genau. Und dann... nein. So. Genau so. Was haben wir denn hier? Wolke in einer Flasche. Brauche ich nicht. Oder sollte ich die mitnehmen, um sie dann zu verkaufen? Fragen über Fragen. Topas ist bestimmt irgendwie wertvoll. Und Linse könnte auch wertvoll sein. Von daher ist das gerade alles so ein bisschen doof. Glibber, Jau. Nehmen wir hier die Eichel raus. Und nehmen dann mal den Silberbarren mit. Und dann noch hier die Seile. Heiltränke und noch mehr Rückruftränke. Oh, ich kann die ja hier, da waren ja noch mehr Silbermünzen. So. Wolke in einer Flasche. Da steht aber nicht, aber ich kann die bestimmt verkaufen, oder? Aber ich lasse es jetzt mal hier. So, wie schaut denn das jetzt hier so aus? Oh, da geht's auch noch weiter. Was ist denn hier los? Nein, da wollte ich noch nicht runter. Oh Mann. Da buddel ich und buddel ich immer tiefer und find da nichts, nur starke Gegner. Wäre ich einfach mal in die andere Richtung gegangen. Das hätte schon vollkommen gereicht. Ja, was jetzt tun? Was tun wir jetzt? Wenn wir hier unten schon sind, ich glaube, ich gehe erstmal in die Richtung. Und schau mal, aber da scheint nichts Interessantes mehr zu sein. Da unten ist vermutlich auch nur Wasser. Und was haben wir hier? Ich habe auch keine Ahnung, wofür ich hier die Spinnennetze brauche, aber
Ey, ich kann sie ja einfach mal mitnehmen. Holzpfeil. Okay, dann hätten wir hier wieder eine Sackgasse. Das heißt, im Prinzip kann ich jetzt auch schon wieder hochgehen. Aber ich glaube, das lohnt eigentlich von der Zeit gerade nicht mehr so wirklich. Deswegen würde ich sagen, ich schaue mal, dass ich dran denke, das Inventar aufzuräumen. Und dann gehen wir hier noch mal so ein Stück weiter. Vielleicht finden wir da ja noch was Interessantes. Auf jeden Fall wäre mal ganz gut zu wissen. Oh, hier sind ja noch Vasen. Ganz gut zu wissen, kann ich denn diese Gegenstände, die ich finde, also sowas wie Schnürsenkelkappen zum Beispiel auch verkaufen, und lohnt sich das, die mitzunehmen und die dann zu verkaufen? Sind solche Items viel wert oder sagt ihr da eher nö? Ich kann mir das ja auch nächstes Mal anschauen. Mal gucken, wenn ich dran denke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.